So, nochmal liebe Nachmittagsgrüße an alle Zuschauer. Wir schauen heute auf den US-Markt, der hier so ein Stück weit nicht vom Fleck kommt. Nach den eigentlich positiven Vorgaben gab es hier erstmal zwischenzeitliche Rücksetzer hier aufgrund schwacher Daten. Verbrauchervertrauen USA hier deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Das gab erstmal einen kleinen Dämpfer, wie wir hier zum Beispiel beispielgebend beim Nasdaq 100 sehen, hier im Stundenchart-Intervall in der 24-Stunden-Indikation von JFD. Interessant ist aber die Tatsache, und darum dreht sich es ja auch heute beim Titel Chance oder Verderben, dass der Nasdaq 100 Index eben eine interessante Chart-Situation aufweist. Der S&P 500 ja ähnlich, hier unter Abgabedruck die letzte Zeit, das alles sehr, sehr scharf. Und hier am Nasdaq 100 sind wir jetzt an einer Situation oder an einem Punkt, der hier durchaus, wenn ich das mal grob zusammenscrolle hier im Stundenchart, zwei Levels hier rauswirft, die hier kurzfristig aufgrund des starken Ausverkaufs der letzten Tage durchaus eine Gegenreaktion einleiten könnten. Wo wir mehr könnten. Morgen ist natürlich Fed-Tag, das lastet so ein bisschen wie das Damoklesschwert über den Märkten. Das kann hier alles natürlich dann nochmal gewisse Impulse negative oder positive Natur geben, wenn die Fed dann hier morgen entsprechend in das richtige Rohr der Marktteilnehmer bläst. Das ist aber alles wilde Spekulation. Schauen wir uns den Chartverlauf jetzt mal an und versuchen hier mit Hilfe der Massen, und nichts anderes stellt der Chart ja dar, hier ein Stück weit die Bewegung einzufangen. Und da fällt auf, dass wir hier wieder so eine Art Ausdehnung haben auf der Südseite. Ich das jetzt mal hier so darstelle, die Preisbewegung hier unter hoher Volatilität praktisch nach unten gelaufen in der letzten Zeit. Die Abgaben waren ja wirklich nicht ohne. Und jetzt sehen wir aber hier die Stabilisierung im Bereich um 5 4 oder oberhalb der Marke von 4.500 Punkten. Wie gesagt, die Märkte heute Morgen gut reingekommen. Mit dem europäischen Markt zum Vormittag ging es dann hier steil gen Süden. Die schwachen Daten haben dann hier die Stimmung so ein Stück weit vermiest. Aber auf aktuellem Niveau oberhalb von 4.500 Punkten hat der Nasdaq 100 Index durchaus die Chance, hier vom unteren Teil des sich ausdehnenden Abwärtsdreiecks sozusagen nach oben zu entfalten. Und wenn wir jetzt mal hier in den Tageschart schauen, da haben wir erstmal die Marke von 4.550 Punkten gerissen. Das ist ungünstig. Wir haben hier zunächst kurzfristig, da können Sie sich an die letzte Analyse, an die letzte Videoanalyse hoffentlich erinnern, hier entweder den direkten Spike nach oben erwartet oder aber, und das geschah dann auch so, hier eine Abwärtsbewegung, die hier stufenweise bis 4.550, 4.540 Punkten zurückführen sollte. Das geschah jetzt. Jetzt müssen wir den grünen Pfeil mal ein Stück weit hier wegschieben. Der stört nämlich bei der Darstellung der heutigen Kerze. Und jetzt sind wir hier praktisch rangelaufen an das Niveau eben von 4.550, 4.540 Punkten. Das einst hier dieser Widerstandsbereich auf Horizontalebene. Das ist jetzt hier im Sinne eines Pullbacks eigentlich eine tragfähige Situation, um hier den Markt wieder nach oben schnellen zu lassen. Das blieb aber allerdings bislang aus, und insofern wird es jetzt spannend, was passiert. Tatsache ist, der Markt hat aufgrund der starken Abwärts-Movements hier zunächst kurzfristig durchaus nochmal Rückschlagspotenzial hier bis zum 61er Fibonacci Retracement Level. Ich zeichne das gleich mal ein bisschen mit dem Pfeil unten auch an. Da wären wir hier bei 4.465 rund. Das ist auf jeden Fall ein Level, was immer mal wieder auch zum Vorschein kam. Von diesem Niveau aus gehen dann allerdings Reaktionspotenzial nach oben durchaus gesehen, gegeben. Ob das jetzt hier natürlich für ein neues Verlaufshoch reicht, sei mal dahingestellt, aber es scheint so, als hätten die Märkte hier vor dem Fed-Event möglicherweise noch eine gewisse Schwäche, dann aber hier die Chancen weiter nach oben aufzudrehen, beziehungsweise hier korrektiv nach oben aufzudrehen. Das Ganze wird hier auch kurz gestützt. Ich zeige es Ihnen mal hier durch den E-Mini Nasdaq 100 Future Index, der zeigt hier bis Ende Juli und dann sogar bis zum August hinein eine grundsätzlich positive Tendenz. Und hier kurzfristig leichte Schwäche, und dann aber sind hier anziehende Notierungen rein saisonal möglich. Es würde hier ins Bild passen, dass sich der Index vielmehr hier im 61er Fibonacci Retracement Level oberhalb von 4.460 Punkten dieser horizontalen Unterstützung gleichzeitig dann auch fängt, um ihren korrektiven Erholungsimpuls zu starten. Die Chancen, dass das passiert, werden hier saisonal gestützt, und es kann hier eben temporär eine Erholungsbewegung durchaus geben, die dann hier den Markt, obala, den hier den Markt nochmal nach oben führen, um dann hier ja eine weitere Entscheidung herbeizuführen, ob das dann letztlich weiter gen Süden geht,
also hier dann im großen saisonalen Kontext doch nach unten, oder ob es dann hier sogar neue Ausbruchsversuche nach oben gibt. Letztlich der Index hier aktuell, wie gesagt, in einer sehr, sehr spannenden Situation. Vom starken Abwärtsmomentum her, wenn wir uns hier nicht bei 4.460 Punkten fangen sollten, dann muss man davon ausgehen, dass hier das Level von 4.350 Punkten angesteuert wird. Das wäre hier der Plan B, falls 4.460 Punkte gerissen werden. Es kann natürlich auch schon direkt hier mit dem Niveau, ich sagte ja schon auf Intraday-Basis 4.500, haben wir punktuell nahezu touchiert. Wenn es jetzt hier keine neuen Verlaufstiefs gibt, dann wäre es auch möglich, dass der Index hier von dem aktuellen Level schon hier wieder Aufwärtsmomentum korrektiver Natur vollzieht. Es kommen, wie gesagt, noch viele Quartalszahlen. Das ist immer so das, wo der Markt hier immer noch nachbörslich und auch im vorbörslichen Handel hin und her geschüttelt wird. Das muss man natürlich immer ein Stück weit berücksichtigen. Da ist noch nicht aller Tage Abend und da kann auch noch viel passieren. Aber rein technisch könnte sich hier eine korrektive Erholungsbewegung in Kürze anschließen. Wird auch saisonal gestützt. Wenn eben hier die Marke, und das kann man hier relativ fix machen, von 4.460 Punkten rund hält, dann sieht es wie gesagt ganz gut aus, dass der Markt hier Chancen hat, nach oben abzuprallen. Korrektive Erholung, ob das für mehr reicht, muss man sehen. Aber letztlich die Chance ist gegeben. Andernfalls unterhalb von 4.460 mit Aufgabe des 61er Fibonacci Levels wäre hier relativ schnell eine Abwärtsbewegung im Bereich von 100 Punkten möglich. Das heißt, wir wären dann hier relativ zügig bei 4.360, beziehungsweise vielmehr hier bei 4.350 Punkten bei dieser Horizontalebene. Bleibt also ganz spannend. Für heute schauen wir noch mal kurz auf den Intraday-Chart hier im 30. Und da sehen wir, dass wir hier sogar die Range vom Nasdaq US Tech hier bei JFD so geführt, der Nasdaq 100 Index, dass wir hier sogar die Range heute schon erschöpft haben. Sie sehen hier diese Spanne. Da sind wir heute genau mittendrin. In dieser Spanne, wohlbemerkt die 24-Stunden-Indikation, die sozusagen das ganze Marktrauschen im 24-Stunden-Handel einfängt, sowohl die asiatische Session als auch die European Session und jetzt der US-Handel eben. Und hier sind wir am Vortagestief gerade abgeprallt und grundsätzlich jetzt vor der Fed, wenn jetzt hier nichts Dramatisches mehr passiert, kann man hier eigentlich von einer Seitwärtsbewegung ausgehen, die hier dann doch vorsichtig saisonal positiven Rückenwind nach oben aussenden könnte, wenn es dann hier eben eine Aufwärtsbewegung gibt. Aber ob das heute passiert, sei mal dahingestellt. Vermutlich vor der Fed sind wir hier so ein bisschen in Doji-Manier unterwegs und so recht mag hier dann keine Stimmung aufkommen. Warten wir mal ab, was noch passiert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Feierabend, wenn er denn dann da ist. Und morgen hören wir uns dann gern wieder an dieser Stelle. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kimmerer und tschüss.